Zum Tanzen gibt es genug Boden im westafrikanischen Burkina Faso. Doch die Bevölkerung ist über die Veränderung des Bodens beunruhigt. Abdoulaye Tanakta, Berater beim Fastenopfer, zeigt auf, dass wegen Bevölkerungsdruck, Monokulturen, Viehzucht und Abholzung viel von der wertvollen Humusschicht abgetragen wird. Der nackte Lehmboden bleibt zurück. Mit Abdoulaye Tanakta besuchen wir das nahe an der Grenze zu Mali gelegene Dorf Gossina und erfahren einiges über den Alltag der Bevölkerung. Um 6 Uhr erwacht das Dorf. Die Kinder holen Wasser. Den Tag beginnen sie oft mit einem Glas warmen Wasser oder Tee. Danach ziehen sie los in die Schule. Ihre Eltern haben genug von der unsicheren Situation. Sie erhoffen sich für ihre Kinder eine bessere Zukunft. Deshalb schlossen sie sich vor einigen Jahren zu einer Bauernvereinigung, der Union, zusammen. Auf der Suche nach Hilfe lernten sie Abdoulaye Tanakta und das Fastenopfer kennen. Gemeinsam haben sie vieles in Bewegung gebracht. Die Felder sind nun von kleinen Steinmäuerchen durchzogen. Dadurch wird die Erosion gestoppt und der Boden fruchtbar gemacht. Die Mäuerchen erstellen ist Gemeinschaftsarbeit und wird von der Union koordiniert. Die Männer arbeiten hart. Es ist ein gemeinsamer Kampf ums Überleben. Die Mäuerchen werden entlang der Höhenlinien erstellt. Der genaue Verlauf wird mit einer Wasserwaage festgelegt. So bleibt das Wasser in der Regenzeit länger auf dem Boden und schwemmt die fruchtbare Schicht nicht weg. Dadurch wird die Erosion gestoppt und der Boden fruchtbar gemacht. Diese Mäuerchen wurden vor einem Jahr erstellt. Abdoulaye Tanakta ist zufrieden. Schon nach einem Jahr ist der Erfolg sichtbar. Auf der einen Seite ist der Boden weicher und besser, auf der anderen Seite ist er hart, trocken, staubig. Es braucht aber auch Dünger, damit der Boden wieder mehr Ertrag abwerfen kann. Mit einfachen Mitteln werden Gruben erstellt. Die Wärme und die sorgfältige Pflege lassen in Kürze aus Stroh, Sand, Asche, Mist und Wasser wertvollen Kompost entstehen. Ist der Kompost bereit, wird er auf die Felder gebracht. Die Mitglieder der Union besuchten eine Bauerngruppe im Norden des Landes, die ebenfalls von Fastenopfer unterstützt wird. Dort lernten sie eine alte Anbaumethode kennen, die Tsai genannt wird. Ihr neu erworbenes Wissen geben die Mitglieder der Union gerne weiter. Zuerst werden kleine Löcher ausgehoben. In jedes Loch kommt eine Handvoll Kompost. Sorgfältig werden die Samen in die Komposterde gelegt und zugedeckt. Das Wasser hält das Saatgut in den Löchern länger feucht und das Getreide keimt schneller. Mit dieser Methode konnte die Produktivität der Felder um mehr als das Doppelte erhöht werden. Hirse ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Es wird nach der Ernte in Getreidespeichern gelagert. Die Hirse wird gedroschen, gestampft und anschließend gemahlen. Aus dem Mehl stellen die Frauen die beliebten Hirsefladen, genannt Toh, her.
Der tägliche Aufwand zur Ernährung der Familien ist für die Frauen immens. Wie in vielen Gegenden der Erde sind es die Frauen, die hart arbeiten müssen, um das täglich notwendige Wasser und Holz heranzuschleppen und die Familie zu ernähren. Früher mussten wir die Hirse von Hand mahlen. Das hat uns sehr ermüdet. Den ganzen Tag waren wir beschäftigt. Es blieb nicht viel Zeit für anderes. In der Union sind wir Frauen stark. Als erstes forderten wir eine Mühle. Alle haben zugestimmt. Wir verwalten sie selber. Von weit her kommen die Frauen, um ihr Getreide bei uns zu mahlen. Zur Herstellung der Hirsefladen ist viel Holz nötig. Doch Holz ist rar und muss von weit her geholt werden. Die Frauen fertigen seit neuestem kleine Kochöfen aus Ton an. Im Gegensatz zu den offenen Feuerstellen verbrauchen die neuen Öfen viel weniger Holz. Das schont die Umwelt und die Frauen brauchen weniger Zeit für das Sammeln des Feuerholzes. Die Mitglieder der Union treffen sich zu einer Versammlung. Ihre Eigeninitiative hat sich gelohnt. Bereits von einem Jahr auf das andere sind die Verbesserungen spürbar. Verbesserungen, die sie den Boden unter den Füßen spüren lassen. Nach der Schule haben die Kinder Zeit zum Spielen. Ihre Zukunft ist auf einem guten Weg. Fastenopfer unterstützt in Burkina Faso und in anderen Ländern des Südens Menschen, die sich zusammenschließen und gemeinsam neue Wege für eine bessere Zukunft gehen.